Gruselig. Das Schiff wäre selbst mit kompletter Beleuchtung total gruselig, sage ich euch ehrlich. Also, wir sind jetzt hier. Einfach die Augen offen halten, Leute. Vielleicht finden wir auch ohne... Also, wir müssen ja sowieso was finden ohne Markierung. Base. Perfekt, Alter. Ja. Das sind mehrere, okay? Guck, 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 guck. Oh, was war denn das jetzt schon wieder? Da kam noch einer von rechts. Ich raste aus, Mann. Warum sterbe ich denn bei so einer Scheiße? War noch nichts los? Hätte ich mal den Scheiß... Ich habe mich schon gewundert, warum der nicht tot ist. Kam noch einer von rechts? So, wann ist denn der letzte Speicherpunkt gewesen? Bestimmt wieder an und dazu mal. Naja, perfekt. Gut, der Speicherstand ist eigentlich recht entspannt. Wollen wir mal nach rechts gucken? Oder ist das auch so ein Gängegewirr, oder? Wir wissen mal, was jetzt kommt. Stase noch kaputt gemacht. Wenn er sagt, dann ist er noch. Flammenwerfer ist einfach besser, Alter. Das hat Spaß gemacht. Reicht einfach nicht, ne? Sind wir schon wieder irgendein toller Programmierer ausgetobt, ne? Schön Gänge über Gänge. Wie gesagt, komm. Lass mal hier übelst die Gang-Session machen. Kann nur so hinlaufen. Perfekt. Schön alle immer im Kreis rennen. Kannst dir nie sicher sein. Schön. Einfach großartig. So unübersichtlich kann man doch ein Raumschiff gar nicht bauen, eigentlich. Ja, habe ich mir auch schon gedacht. Aber gut, Wasser. Ja, also. Ist halt einfach auch dunkel, ne? Sicherheitsanfrage abgerufen.
Challenge 4, Sicherheitsteam zum Abbaudeck. Dr. Keine ist durchgeknallt. Zurück! Ich weiß, wie man das benutzt. Er wird für den Rest seines Lebens humpeln, wenn Sie mir nicht die Codes für den Frachtraum geben. Hier ist die Verarbeitung. Warum sollten wir die Codes für den Frachtraum haben? Ich muss zu dem Marker. Wir haben keine Zeit mehr. Geben Sie mir die Codes. Gott, haben Sie das auch mit dem Captain gemacht? Nein, nein, das mit Ben war ein Unfall. Ich bin nicht so wie Mercer. Ich will Sie retten. Der Marker ist unsere einzige Hoffnung. Nein, lassen Sie ihn gehen. Er ist bewaffnet. Wo zur Hölle ist der Sicherheitsdienst? Das sind wieder Schatten gerade. Junge, Junge, Alter. Was ist hier los, was wieder? So, da ist zu. Da sind wir so auf dem Kreis gerannt, dass ich nicht mehr weiß, wo ich bin. Speicherstation und dann links runter. Das ist übrigens die geilste Waffe überhaupt. Das Ding macht einfach mit einem Schuss alles tot. Gefühlt. Sind jetzt Zacken an der Seite. Wisse. Ja, wenn man natürlich trifft, dann. Der eigene Kralle totgeschlagen. Das müsste ich einfach viel öfter machen, ne? Das ist eigentlich so geil. Kann sich so viel Munition sparen in dem Scheiß-Game. Noch mehr? Nein? Fünf Schuss Munition oder einfach ein Stab. Und? Kann ich ihn nochmal nehmen? Nee, ne? Ging das nicht? Nee. Ist ein Verbund eingegangen. Schade. Ich kann doch jetzt den Dingens kaufen, ne? Genau. Gegenstand ist jetzt zum Kauf verfügbar. Level 4 Rig. Kostet wieder 5 Millionen. Kostet 35.000. Premium. Kann ich mir nicht leisten. Level 3? Als ob ich hier wieder durchlatsche. Wenn ich irgendwann mal die Level 3 Freischaltung habe, die mir Hammond einfach nicht geben will, der Kacklappen. Komm ich da durch? Natürlich nicht. Weißt du, alles ist im Arsch und der gibt mir nicht mal die Master-Freigabe. Der Admin-Rig sollte im Verarbeitungskontrollraum sein, aber jemand hat die Sicherungssysteme ausgelöst. Die Tür des Kontrollraums geht erst wieder auf, wenn die Schwerkraft wiederhergestellt ist. Und das ist nicht möglich, solange überall Trümmer sind. Wenigstens funktioniert der Verarbeitungsstrahl noch. Warte. Gib mir die Anomalie. Alter, echt jetzt? Noch drei. Warum kann ich den nicht grabben? Ich versteh's nicht. Muss ich hier.
unten durchfliegen oder was? Anomalie zerstört. Klar. Trümmer noch da. Alle freischwebenden Anomalien zerstört. Schwerkraft kann jetzt wiederhergestellt werden. Schön. So, so, so. Haben wir noch mal was, was hier rumspürt? Nee. Da hinten was drin? So. Hopp. Schwerkraft wiederhergestellt. Zugang zum Verarbeitungskontrollraum ist frei. Kann man nicht rüberspringen, ne? Oh. Oh, ist das großartig. Oh. Mann, ey. Krass aus. Nochmal von vorne. Geil. Schwerelosigkeit aktiviert. Der Admin-Rig sollte im Verarbeitungskontrollraum sein, aber jemand hat die Sicherungssysteme aufgelöst. Die Tür des Kontrollraums geht erst wieder auf, wenn die Schwerkraft wiederhergestellt ist. Und das ist nicht möglich, solange überall Trümmer sind. Wenigstens funktioniert der Verarbeitungsstrahl noch. Warte. Na, hör mal, was sind die anderen jetzt? So ein Henker. Das ist natürlich hinter mir. Ja, schieß halt auf mich. Wenn man dich halt nicht sieht auch. Ah, ich hab nicht mal was zu heilen, perfekt. Schieß halt an mir vorbeigeflogen. Schießt denn das andere Vieh jetzt schnell auf mich? Ich seh's halt nicht. Bin mir in der Decke? Ja. Ich hab's mich nochmal getroffen.
es nicht vorhin noch mehr? So, jetzt. Ich habe die Fresse dicke. Ja, 50 Schuss, damit mache ich den Kohl jetzt auch nicht fertig. Scheiße hier. Nicht, dass ich zu viel Heilung kriege. Wäre ja auch echt. Junge, Junge. Aber es ist halt auch schwer, ne? Ist hier kein Geplänkel. Das kann ich darüber, theoretisch. Gar nicht klar, ne? Und jedes Mal, wenn ich Starte drücken will, ist schon zu spät. Supervisor Dallas. Letzter Eintrag. Ich habe dafür gesorgt, dass Sie dieses Unterdeck nicht verlassen können. Aber das gilt auch für mich. Ich habe gesehen, was sie tun. Mit den Leichen. Was aus ihnen wird. Das wird mir nicht passieren. Wenn ich keine Gliedmaßen mehr habe, kann ich niemanden töten, wenn ich infiziert bin. Bitte. Sagen Sie Dorn und den Kindern, dass ich sie liebe. Ach, schön, Level 3 jetzt. Na Mensch. Freigabe bestätigt. Uff, Alter. Also ganz ehrlich, das hätte ich nicht mit mir gemacht, ne? Also,
Die ist schwierig. Ich kann noch einmal zurückgehen auf jeden Fall. Jetzt hier lang. Kommen wir da auch durch? Ja, ne? Dann gehen wir jetzt hier lang. Da sind einfach alle Gliedmaßen abgehauen, Alter. Boah. Bis auf das eine. Direkt ein bisschen übel gerade, ne? Muss ich immer so zugeben.